Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es wieder soweit, der nächste Teaser kam raus und es gibt jetzt tatsächlich schon deutlich weitere und vielleicht auch deutlich festere Hinweise darauf, wie die ganze Storyline jetzt weitergehen wird und es gibt tatsächlich schon sehr, sehr viele Story-Elemente. Dazu werde ich euch in diesem Video alles zeigen, also bleibt natürlich bis zum Ende dran. Außerdem werde ich wahrscheinlich heute Abend auch wieder live auf Twitch sein, so wahrscheinlich ab ungefähr 19 Uhr. Schaut da gerne vorbei, Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und wenn ihr da natürlich ein Foto da verpasst, in Zukunft auch keine weiteren Streams mehr. Natürlich genauso, wenn ihr hier auf meinem YouTube-Kanal ein Abo da lasst, dann verpasst ihr auch hier keine Videos mehr und ich würde mich natürlich auch genauso freuen, wenn ihr dieses Video bewerten und kommentieren könntet. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann direkt mal erstmal die ganzen alten Teaser an. Gestern hatte ich ja kein Video zu den Teasern gemacht, aber wir werden dann heute eben halt einmal durch alle Sachen wirklich durchgehen und dort haben wir eben halt jetzt auch direkt die ganzen Comics. Dazu hat er auch ein sehr, sehr gutes Video gemacht, wo er das Ganze erklärt hat mit dem Schwarzen Winter, was Galactus für eine Rolle spielt. Also wenn ihr in diesem ganzen Marvel-Thema nicht so drin seid wie ich auch selbst, dann könnt ihr gerne das Video auschecken. Ich werde das Ganze jetzt nicht nochmal wiederholen, weil ich mich, wie gesagt, damit auch nicht so gut auskenne. Auf jeden Fall ist sein Video sehr, sehr gut. Wie gesagt, verlinke ich hoffentlich oben in der Infokarte, wenn ich es nicht vergesse. Und da hat er auf jeden Fall hier die ersten Seiten zusammengefasst. Aber so als ganz kurze Zusammenfassung auf jeden Fall ist das hier erstmal so Originalelemente aus dem offiziellen Marvel-Comic, der dieses Jahr irgendwie rausgekommen ist. Und dort sehen wir eben halt einmal die Rainbow Road zu Asgard. Dann sehen wir auf dem nächsten Bild einmal Thor. Das ist dann hier der Galactus. Und der Galactus steht sozusagen nochmal deutlich höher als Thor und ist deutlich mächtiger. Und dann will er eigentlich erstmal eben halt der Thor gegen eben halt den Galactus kämpfen, aber der Galactus braucht eben halt Hilfe gegen etwas viel Größeres, nämlich den Schwarzen Winter und deshalb nennt eben halt der Galactus sein Thor dann eben halt zu seinem Untertan, zu seinem Handlanger im Prinzip und damit reisen sie dann zusammen durchs Universum und versuchen dann eben halt die Welt zu warnen, die eben halt davon betroffen sein wird und das dann eben halt die Abänderung im Vergleich zur normalen Marvel Storyline, denn hier sehen wir auf jeden Fall schon mal den Riss zur Fortnite-Map und das Ganze spielt sich jetzt eben halt auf der Fortnite-Map an. Ab dort landet eben halt einmal Thor auf der Map und hier auch wieder das nächste, was relativ interessant ist, und zwar, dass The Island is close to zero, also die Insel ist nahezu null. Was auch immer das genau meint, könnte eventuell der Zero Point mit gemeint sein, beziehungsweise eventuell auch, dass die Insel nah am Untergang vielleicht ist. Und die ganzen Fortnite-Spieler, beziehungsweise die Fortnite-Skins, denken sich hierbei erstmal noch nichts. Und Thor will eben halt das Ganze nur retten, aber es scheint eben halt so, als würden alle sich untereinander tatsächlich nicht verstehen können. Dann eben halt im nächsten Bild versuchen wir irgendwie miteinander zu sprechen, aber wie gesagt, irgendwie scheint das so, als ob die sich irgendwie gegenseitig nicht wirklich verstehen könnten und deshalb scheinen ja so irgendwie alle misszuverstehen und dann kämpft beziehungsweise schießt der OG Jonesy tatsächlich Thor in den Rücken und die ganzen anderen Skins hier sind eben halt auch eher so auf Angriffsposition und wie gesagt, wenn ihr dazu nochmal genaue Informationen wissen wollt, dann checkt gerne das Video aus und dann eben halt in dem Comic, das heute rausgekommen ist, sehen wir dann die nächsten Steps. Dort ist nämlich einmal Jonesy, der von Thor so ein bisschen im Prinzip in Schach gehalten wird, damit er nicht weiterhin abgeschossen wird und er versucht dann eben halt gegen die ganzen anderen hier zu kämpfen, um dann eben halt so ein bisschen, weil er im Prinzip da so keine wirkliche Warnung herausgeben kann an die Skins zumindest und deshalb muss er eben halt eigentlich gegen die kämpfen, weil so Fortnite-Skins im Prinzip eigentlich immer nur auf Kämpfen aus sind und dann geht eben halt Thor weg, weil er eben halt darauf einfach keine Lust mehr hat und dann geht er eben halt in den Wolken hoch und im nächsten Part fliegt er dann, beziehungsweise fliegt dann tatsächlich sein Hammer runter, den hat er nämlich verloren, als er weggehen wollte und da ist jetzt tatsächlich auch eine neue POI aufgetaucht, die werde ich euch gleich natürlich auch in-game einmal zeigen und dann scheint irgendwie anscheinend der Thor alles vergessen zu haben, weil er hier fragt, wer bin ich, wo und wie bin ich hier hingekommen und dann steht hier auch noch, ich erinnere, Punkt, Punkt, Punkt und dann
sind wir auf jeden Fall einmal durch mit dem Comic auf jeden Fall. Morgen wird dann natürlich auch die nächste Seite wieder erscheinen, werde ich euch wahrscheinlich auch ein Video zu machen oder vielleicht spätestens am Mittwoch. Kann auch sein, dass ich dann wieder zwei Tage zusammenfasse. Auf jeden Fall war es das soweit zu diesem kleinen Comic. Ich hoffe, ihr konntet es auf jeden Fall einigermaßen nachvollziehen und dazu gibt es dann natürlich auch einen Teaser auf Twitter, den wir uns jetzt natürlich anschauen können, und zwar ist das dieser Teaser. Dort sehen wir eben mal Jones hier, im Prinzip genau das gleiche Bild wie aus dem Comic, ist ja eigentlich täglich genau das gleiche oder relativ ähnlich, und bisher hat sich tatsächlich auch ein bisschen was aus den Teasern gebildet, denn das hier war beispielsweise der letzte Teaser, wo Jones hier so erstmal ganz freundlich aussah, eben mal mit der Tag in der Hand und dann Thor eben halt dahinter so stand. Aber auf jeden Fall das viel Interessantere ist, dass das tatsächlich in Buchstaben steht. Der erste Buchstabe im ersten Teaser war ja ein N, dann kam jetzt eben halt im zweiten Teaser ein E und jetzt ein X, und da wir noch zwei Teaser haben, können es auch noch zwei weitere Buchstaben sein und das dann wahrscheinlich ein U und ein S, und zusammen ergibt es dann eben mal ein Nexus, und das Ganze passt natürlich auch ganz gut zum Teaser zusammen, den wir, beziehungsweise zum Comic zusammen, den wir uns angeschaut haben. Denn dort gab es ja auch eine Szene zwischendrin, wo man auch den Nexus wieder sehen konnte, nämlich an der Stelle, wo man hier einen Rift sehen konnte, und der Rift bietet ja im Prinzip die Verbindung zum Nexus, und der Nexus verbindet ja im Prinzip alle Universen, und dadurch ist es überhaupt auch erst eigentlich möglich, dass eben halt tatsächlich das Marvel-Universum auch mit dem Fortnite-Universum zusammen interagieren kann. Auf jeden Fall war es das soweit dann auch schon zum Teaser. Allerdings gibt es auch noch eine weitere Sache, denn täglich bekommen tatsächlich die ganzen Creator auch immer gewisse Creator-Mails, und da könnt ihr dann eben halt immer bestimmte Bilder sehen. Diesmal haben wir immer dieses Bild, beziehungsweise das sind die ganzen drei Bilder, die wir bekommen hatten, zusammengefügt. Es ergibt eben halt insgesamt dann so ein Tor, wahrscheinlich irgendwann als volles Bild. Da kommen jetzt wie gesagt auch nochmal zwei weitere hinzu, und dann werden wir wahrscheinlich mit dem Start der neuen Season auch das ganze Bild davon erhalten, und es könnte eventuell sogar das Startbild dann von Fortnite sehen, wenn wir Fortnite starten, dass eventuell das dann auftaucht. Wollte euch nur kurz mitteilen, ist aber eigentlich so ziemlich das Uninteressanteste. Dann kommen wir nämlich mal wieder zum nächsten Thema, denn es gibt natürlich auch, wie ich schon angesprochen hatte, in Fortnite tatsächlich eine neue POI. Die kann ich euch jetzt einmal zeigen. Ist eigentlich nichts Besonderes, gibt es überhaupt kein Loot, gibt es keine besonderen Features, zumindest jetzt noch nicht. Kann natürlich sehr gut sein, dass dort etwas in der nächsten Season passiert, und es kann natürlich auch sehr gut sein, dass tatsächlich in der nächsten Season eventuell die ganzen Marvel-Skins als Henchmans irgendwo auf der Karte auftauchen werden. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall hier mal zu diesem Spot, eigentlich relativ schnell zu sehen, beziehungsweise ist tatsächlich im Replay-Mode gar nicht zu sehen. Muss ich euch dann gleich nochmal kurz im Normal-Game zeigen, aber hier haben wir auf jeden Fall mal einen Überblick, wo sich das Ganze befindet. Ihr seht auf jeden Fall, dort landen schon relativ viele Spieler, und das befindet sich hier eben halt südlich von Salty Springs und ist letztendlich ein Krater, den wir auch schon vor vielen, vielen Wochen geleakt hatten. Wahrscheinlich, weil er so erst frisch im Prinzip in-game drin ist, kann man sich den noch nicht anschauen. Deshalb gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in eine Runde Kampflobby rein, dann kann ich euch das dort immer mal zeigen. Und wie gesagt, ist eigentlich nichts Besonderes, landen eben halt jetzt teilweise 10, 20 Gegner, weil eben halt einfach jeder wahrscheinlich daran interessiert ist, was denn da losgeht. Auf jeden Fall ist es im Prinzip genau das gleiche, was wir auch im Comic gesehen hatten, dort wo eben halt Thor den Hammer fallen gelassen hat. Dort ist dann ja am Ende so eine Explosion gewesen und die hat immer diesen Krater erzeugt, und hier im normalen Battle-Lab-Modus beziehungsweise Kampflobby-Modus oder in allen anderen Modis kann man tatsächlich auch diesen Krater sehen. Wie gesagt, ist allerdings tatsächlich überhaupt nichts drin vorzufinden, das heißt, lohnt sich für euch eigentlich nicht dorthin zu gehen. Wenn ihr es einmal gesehen habt, dann ist es letztendlich auch relativ irrelevant, und letztendlich ist es nun mal nur ein Krater. Allerdings wird vielleicht ja damit etwas passieren. Vielleicht vergrößert sich der Krater oder vielleicht kommen auch noch weitere Krater hinzu. Auf jeden Fall müssen innerhalb der nächsten Tage auch noch weitere Sachen in-game passieren. Zurzeit scheint es ja so, dass alle zwei Tage etwas in-game passiert. Also wahrscheinlich wird dann am Mittwoch etwas passieren. Vielleicht aber auch schon morgen. Auf jeden Fall werde ich euch darüber natürlich informieren. By the way, der Riss ist dort oben auch immer noch im Himmel. Dort ist ja Thor, glaube ich, jetzt auf die Fortnite-Map runtergekommen. Und es werden wahrscheinlich auch noch weitere Marvel-Skins dadurch runterkommen. Und hier sehen wir auf jeden Fall mal den Krater, und da ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, wie klein eigentlich hier dieser Hammer ist, der von Thor jetzt auch hier liegt, und wie viel Schaden das dann am Ende angerichtet hat. Vielleicht entsteht dann hier auch so ein Energiefeld, wäre auf jeden Fall auch ganz nice, weil hier eigentlich der Thor-Hammer, weil eigentlich Thors Hammer ja, glaube ich, relativ viel Energie hat, und vielleicht kann man das dann ja ähnlich
ja, wie wir es eigentlich schon mit dem Infinity Blade hatten, diesen Hammer dann noch rausziehen und den als Waffe benutzen. Können auf jeden Fall ziemlich strong werden und das sind eigentlich die ganzen News, die es heute so gibt zum ganzen Thema mit Marvel und der neuen Season. Wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es natürlich weiterhin Videos geben, die ich natürlich hier auch auf dem YouTube-Kanal immer möglichst zeitnah hochladen werde. Und ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele andere Videos noch, die ihr auschecken könnt. Und nachher, wie gesagt, bin ich auch auf Live-Twitch, live so rum. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dort vorbeischauen könntet. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.